Gute zum Geburtstag. Ich gratuliere mir Demokratie e.V. ganz herzlich zum 25-jährigen Geburtstag. Ich wünsche alles, alles Gute. Ich freue mich, dass das Thema mehr Demokratie wirklich inzwischen auch ein großes Thema geworden ist in Deutschland. Menschen stehen natürlich zur repräsentativen Demokratie, wie ich auch. Ich finde das auch eine sehr tolle Staatsform, aber ich glaube, es gibt auch ein größeres Bedürfnis inzwischen, dass direkte Demokratiemöglichkeiten auch wahrgenommen werden. Und deshalb finde ich die Initiativen und auch, dass ein Verein sich wirklich auf den Weg macht, seit so langer Zeit für mehr Beteiligungsrechte zu kämpfen, sehr, sehr gut. Und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch jetzt größere Fortschritte machen in dieser Sache. Ich erlebe nach dem, was ich in Bayern berufsmäßig beobachtet habe, dass das Volk viel intelligenter und besser informiert ist, als man denkt. Und dass es keineswegs mehr Fehlentscheidungen gegeben hat, als bei irgendwelchen Gremien, die repräsentativ gewählt worden sind. Also ich hoffe sehr, dass sich die unmittelbare Demokratie, mehr Demokratie bundesweit stärker durchsetzt. Übrigens auch bei Bürgerbegehren und Volksbegehren auf Bundesebene. Ja, erstmal vorfristig herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre an mehr Demokratie, der 25. Geburtstag, das heißt 25 Jahre Arbeit und Engagement für einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, dass die Einführung auch bundesweiten Volksentscheid ein ganz wichtiges Ziel ist. Denn wir erleben sehr oft, dass Menschen sich zwar zur Wahl für eine Partei entscheiden, aber nicht in allen Einzelfragen immer mit der Partei übereinstimmen. Und insofern ist es ja auch eine Möglichkeit der Selbstermächtigung und gehört, finde ich, zur Vervollkommnung der Demokratie dazu, dass man die Möglichkeit hat, sich in zentralen Fragen eine eigene Meinung zu bilden und das dann auch kundzutun. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich glaube, es gibt wenig Vereine in Deutschland, die so viel erreicht haben wie mehr Demokratie. Ich bin deshalb auch stolz, Mitglied zu sein und finde, dass euch nur noch die Krönung fehlt, nämlich, dass es letztlich auch einen bundesweiten Volksentscheid gibt. Und als Europaabgeordneter wünsche ich mir natürlich noch mehr Democracy International, noch mehr Engagement auf europäischer Ebene, denn die Europäische Bürgerinitiative ist auch ein toller Erfolg übrigens von mehr Demokratie, aber es ist erst der Anfang zu direkter Demokratie in Europa. Die Mühen der Ebenen sind manchmal furchtbar. Wir leben ja in einer ganz gut funktionierenden Demokratie, aber sie ist in einer kritischen Situation. Die Zustimmung der Bürger nimmt eher ab. So eine Art Verdrussstimmung nimmt zu. Und da glaube ich, ist es ganz sinnvoll, dass ein bewährtes Instrument, das es in mancherlei Bundesländern ja gibt, auch auf Bundesebene eingeführt wird, nicht zur Abschaffung der Parteiendemokratie, sondern zu ihrer Verlebendigung. Also ich wünsche natürlich mehr Demokratie, alles, 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 alles Gute zu diesem Geburtstag, zu diesem jungen Geburtstag und hoffe, dass die nächsten Jahre wir mit aktivem Einmischen rechnen können, denn mehr Demokratie hat sehr viel getan für eine Stärkung der Demokratie in diesem Land. Denn die Demokratie ist nun mal Grundnahrungsmittel. Das brauchen wir genauso wie ein gutes Stück Brot und einen Schluck Wasser zum Überleben. Liebe Menschen von mehr Demokratie. Ich bin ungeheuer glücklich, dass es euch gibt und dass ihr diese Arbeit schon seit 25 Jahren macht und die ihr auf eine Art macht, die ich ganz wunderbar finde und die ich selber so nie machen möchte. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin so erfolgreich für die Selbstbestimmung der Menschen arbeitet, auf eure ganz eigene Art und hoffe, dass wir zusammen es unter Umständen auch noch erleben werden, dass es endlich mal Wirklichkeit wird, dass wir die bundesweite Volksabstimmung in naher Zukunft auch erhalten. Alles Liebe. Ich freue mich, dass mehr Demokratie schon so viel erreicht hat. In Hamburg zum Beispiel haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Volksentscheid zu machen, dass die Energienetze in Hamburg wieder in die öffentliche Hand kommen. Den müssen wir machen, weil der Senat was anderes vorhat mit diesen Netzen. Der will nämlich mit den Konzernen, die hier am Ort, die Platzhirsche in der Energie sind, zusammen die Netze betreiben. Und das ist für uns und die Bürgerinnen, den Klimaschutz, einfach die schlechte Lösung.
Und wenn wir das auch auf bundesweiter Ebene machen könnten, Volksentscheide gegen den Lobbyismus, gegen die Klüngelei von Politik und Konzernen, dann haben wir doch viel erreicht. Wenn es mit Europa weitergeht, wie ich hoffe, im Sinne einer weiteren europäischen Einigung, dann wird ohnehin die Frage anstehen, ob man dem Artikel 146 des Grundgesetzes nicht Rechnung tragen muss und eine Volksbefragung, will sagen, ein Referendum durchführen muss. Aber das wäre die Gelegenheit, mehr zu debattieren nach dem Motto, wo beteilige ich Bürgerinnen und Bürger. Ganz herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. Ich freue mich sehr für dich und für uns. Und ja, die Piratenfraktion ist ja mittlerweile schon seit etwa anderthalb Jahren hier im Abgeordnetenhaus und wir versuchen auch sehr intensiv, eure und unsere Themen auch hier zur Realität werden zu lassen. Wir versuchen uns für mehr Demokratie, für Mitbestimmung, für Partizipation einzusetzen und vieles von dem, was wir hier so tun, wäre viel schwieriger oder sogar unmöglich ohne eure lange und langjährige Vorarbeit. Deswegen bin ich euch da sehr, sehr dankbar. Da ich ja Vereinsmitglied bin, kann ich ja nur sagen, weiter so. Und da ich in Thüringen mit Mehr Demokratie e.V. das erste größte erfolgreiche Volksbegehren Thürings mit auf den Weg gebracht habe, sage ich, es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Wir sind jetzt in der Mitte der Etappe und jetzt kommt es darauf an, einen Durchbruch auf der Bundesebene zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Mehr Demokratie, zum 25. Geburtstag. Ich begleite eure Arbeit schon seit gutem Jahrzehnt und bin immer wieder begeistert, mit wie viel Motivation, Leidenschaft und Expertise ihr euch einsetzt für mehr Demokratie. Ihr habt bei mir den Blick dafür geschärft oder erst geschaffen, dass Demokratie kein Zustand, sondern ein Prozess ist. Und ich wünsche euch auch für die nächsten 25 Jahre viel Erfolg. Großartig, dass es mehr Demokratie gibt. Großartig, dass Sie sich immer dafür eingesetzt haben, dass es mehr direkte Demokratie gibt. Bürgerbeteiligung ist jetzt in aller Munde, aber bei mehr Demokratie sieht man, wie es gehen kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gibt einen Zynismus in der Politik, der manchmal darauf hinausläuft, lass uns Dinge, die vielleicht das Gegenteil von dem sind, die wir vor der Wahl versprochen haben, hinterher schnell machen, bis zur nächsten Wahl ist alles vergessen. Das führt dazu, dass die Bevölkerung auch zynisch mit der Politik umgeht und sagt, den Brüdern kannst du nichts mehr glauben. Und ich glaube, dass eine Situation, bei der jeder weiß, etwas, was ich jetzt im Parlament mache, kann hinterher nochmal vom Volk direkt abgestimmt werden. Das wird die Politik und die Parteien wieder dazu erziehen, diesen Zynismus sein zu lassen. Also zunächst mal ist mehr Demokratie deshalb wichtig, weil das ganze Gesellschaftskonstrukt nur funktioniert, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen. Wenn man immer denen sagt, du darfst einmal wählen und dann geht sich das Ganze nichts mehr an, wir sind auch an Wahlversprechen nicht gebunden etc., dann nimmt der Frust zu, die Enttäuschung zu und das ist überhaupt nicht gut für unsere Gesellschaft. Deshalb sage ich, wenn man Menschen Verantwortung gibt, verhalten sie sich übrigens auch verantwortlich. Auch das ist interessant. Schon deshalb brauchen wir dringend endlich auch auf Bundesebene Volksentscheide. Dass wir auf diese Weise ein wenig freier auch werden, als wir heute sind. Und der Verein Mehr Demokratie e.V. bereitet hier ein wichtiges Feld auf, dass hier die Saat der Demokratie langfristig aufgehen kann. Und dafür bin ich diesem Verein sehr, sehr dankbar. Ja, erstmal Gratulation zu den 25 Jahren, aber es wäre natürlich schön, wenn man die Initiative zumindest an einer Stelle nicht mehr bräuchte, nämlich dass es wirklich bundesweite Volksentscheide auch gibt. Dafür werden wir uns auf jeden Fall stark machen. Wir haben auch schon mehrfach im Bundestag entsprechende Gesetzentwürfe eingebracht. Die brauchen allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Wir werden aber unverdrossen daran weiterarbeiten. Mein Gefühl ist, es dreht sich der Wind immer mehr in Richtung Volksentscheid. Wir waren auch damals dafür, dass man bei der europäischen Konstitution neue Strukturen zu schaffen, eine Bürgerentscheid, Finanzvolksentscheid für die europäische Entwicklung mit einbezieht. Das ist ein Instrument, was die derzeit zum Teil gestörten Beziehungen zwischen Politik, zwischen Administration und Bürger, wir sehen es ja auch bei Infrastrukturprojekten, überwinden kann. Man braucht einen längeren Atem, aber wir werden es schaffen. Wenn ich es noch erlebe, na, das wäre schon toll, aber Sie erleben es bestimmt.